Sie sind zurück auf den Straßen. Tausende Demonstranten in der Slowakei, wie heute hier in der Hauptstadt Bratislava. Nach dem Attentat auf Premier Fico im Mai waren die Demos vorübergehend abgeflaut. Für kurze Zeit schien das Land innezuhalten. Doch für die neuen Proteste gibt es einen Anlass. Die Spitzen der beiden größten Kultureinrichtungen des Landes wurden auf Ansage der Regierung einfach abgesetzt. Viele Menschen fürchten allerdings nicht nur um einen unabhängigen Kulturbetrieb. Sie sehen auch mit Sorge, wie die Fico-Regierung die Axt an Justiz und Medien anlegt und den Staat umbaut. Danko Handrik. Er zog die Massen ins Theater, jetzt zieht er Massen auf die Straße. Mati Drlička. 18.000 sollen es allein heute gewesen sein in einem Land mit 5,4 Millionen Einwohnern, die auch gegen seine Entlassung als Generaldirektor des slowakischen Nationaltheaters demonstrierten. Selbst die Kunst habe es in der Slowakei schwer. Der Druck ist enorm. Alle Institutionen sind finanziell vom Staat abhängig. Doch wenn jetzt Mitarbeiter einer Institution nicht gehorsam sind und nicht alle ideologischen Vorstellungen von Martina Šimkovičova und Lukáš Machala erfüllen, dann werden sie sofort entlassen. Das ist ein ideologischer Krieg. Die angesprochene Martina Šimkovičova ist die Kulturministerin. Sie betont, sie wolle nur die slowakische Kultur fördern, keinen angeblichen Genderwahn, keine so Zitat LGBT-Agenda. Und ihr Stellvertreter Lukáš Machala erklärt, was slowakische Kultur bedeutet. Slovenská kultura. Die slowakische Kultur in der Slowakischen Republik im Jahr 2024 soll sich auf traditionelle Werte stützen, zu denen wir die traditionelle Familie, also Mann und Frau, zählen. Die Traditionen des slowakischen Volkes und der nationalen Minderheiten, die es hier seit Jahrhunderten gibt. Premier Robert Fico unterstützt diese Pläne. Schon seit über einem Jahr gibt es Massenproteste gegen seine Politik. Nur kurz war es politisch ruhig. Nach dem Attentat auf Fico Mitte Mai. Viele Spitzenpolitiker sprachen davon, das tief gespaltene Land endlich wieder zu versöhnen, verbal abzurüsten. Doch in seiner ersten Videobotschaft, 3 Wochen nach dem Attentat, spaltet Fico erneut, macht die Opposition und liberale Medien für das Attentat mitverantwortlich, setzt seine politische Agenda fort. Öffentlich-rechtliches Fernsehen und Radio werden zum de facto Staatsfunk umgebaut, unliebsame Personen auch hier schon entlassen. Reporter berichten von den Demonstrationen, achten auf jedes Wort. Ob sie politischen Druck spüren? Ja, wir spüren es. Ich kann aber nicht darüber reden. Ich bin ja schließlich noch Angestellte bei STVR, wie es jetzt heißt. Düstere Aussichten für Journalisten, Kulturschaffende, Staatsbedienstete. Fico sei auf klarem Kurs, so Schriftsteller Michal Dvorecký. Es ist ein Versuch, um eine Machtergreifung, die komplett ist, mit Übernahme von freien Medien, von wichtigsten kultur- und gesellschaftlichen Institutionen. Also er versucht, den Staat umzuwandeln. Aber das wollen wir nicht zulassen. Mati Drlička will es sich auch nicht gefallen lassen. Der Theaterdirektor und Musiker wolle sich nicht von der Politik den Takt vorgeben lassen. Vor allem keinen Gleichschritt.